Auf dem Weg haben wir jetzt ein paar Stationen übersprungen. Es muss ja noch was übrig bleiben für euren Besuch. Und jetzt stehen wir hier zwischen dem römischen Legionär und einem germanischen Krieger. Und die Unterschiede sieht man natürlich auf den ersten Blick. Der römische Legionär ist total gut ausgerüstet und bewaffnet. Der hat einen Schienenpanzer, der hat einen Helm, der hat schwere Sandalen, der hat einen großen Schild. Der ist wirklich gut geschützt. Dagegen haben wir dann auf der rechten Seite hier den germanischen Krieger. Der hat einen kleinen Schild, der hat einen Speer, der hat ein Schwert und dann hat er einen dicken Wollmantel. Und man könnte natürlich jetzt denken, oh Gott, der Arme ist ja total unterlegen. Aber das ist er nicht, weil das ist durchaus von Vorteil. Mit dieser Ausrüstung ist der germanische Krieger schnell, beweglich und leise. Und der römische Legionär hat erstmal sehr viel zu tragen, denn seine Ausrüstung wiegt ja mit allem Drum und Dran 30 Kilo. Und er ist laut und er ist behäbig. Und eben das macht auch die Unterschiede in der Kriegsführung aus zwischen Römern und Germanen.